Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von Das Wort zum Montag. Heute mit Bild und Ton, aber leider mit mehreren kleinen Videos zusammengeschnitten. Ja, ist immer noch das technische Problem, das ich habe, aber egal, davon lassen wir uns nicht ins Boxhorn jagen. Ja, der 13. März 2016 ist ein denkwürdiger Tag und wurde der Demokratie sehr gut getan. Die AfD hat in allen drei Bundesländern, in denen gestern gewählt wurde, ja, so einiges an Stimmen erhalten. In Rheinland-Pfalz haben sie 11% bekommen, in Sachsen-Anhalt 23% und Baden-Württemberg 12,5%. So, sofern sie natürlich die Stimmen da auch wirklich gut ausgewertet sind, aber alleine, wenn ich sie mit Sachsen-Anhalt, ist es schon mal super. Also ich habe eigentlich ein gutes Gefühl, es wird endlich ein Ruck durch Deutschland gehen, so wie es auch längst mal sein sollte. Ich kann der AfD nur dazu gratulieren, zu diesen Erfolgen, muss man sagen, weil 2013, als Bundestagswahl war, haben sie ja die Relevanzhürde nicht mal geschafft, beziehungsweise die 5%-Hürde heißt es eigentlich. Und ja, 4,9, aber seit 2013 glaube ich nicht mehr an den gerechten Wahlen oder dass es da fair zugeht. Also ich werde, wenn wir 2017 hier in NRW-Wahlen haben, auch die AfD wählen, weil ich bin überzeugt, die AfD ist wirklich eine Alternative, auch wenn ich jetzt wieder auf Facebook sehe, wie Leute am Rumrotzen sind, ja, von wegen AfD, braune Partei, Nazi-Partei und hast du nicht gehört, also muss man mal fragen, ob die Leute eigentlich eine andere Macke haben. Oder vielleicht haben sie ja auch Angst. Genau, besonders diese ganzen Linksfaschos, die Kleinen da, die ja die AfD-Stände da irgendwie mal, ja, zu Klump treten oder meinen, mit so einem Flashmob Menschenkette den Stand abzuschotten, wie es in einem Video zu sehen ist. Weil irgendwann, wenn die AfD da ist, dann werden hier diese ganzen Linksfaschos nämlich nicht mehr kolportiert, dann geht es denen hoffentlich an den Kragen, was auch gut so ist. Denn diese ganzen faschistischen Altparteien, ja, diese ganzen traditionellen Parteien, ja, die haben denen ja auch allen Vorschub geleistet, diesen ganzen Linksfaschos. Ja, und man sieht ja auch, was für ein scheiß linksradikaler Mainstream hier momentan im Gange ist, und ich halte ihn auch für sehr gefährlich, und ich habe auch die Schnauze voll davon, selbst ich als ehemaliger Linker, weil das, was da ist, hat mit Links nicht mehr viel zu tun. So manche Leute sollten sich doch wirklich schämen, sich als Linke zu bezeichnen, ja, da muss ich echt mal ganz klar mal hier sagen, ja, ohne dass ich jetzt ausraste, ja, ist ein bisschen früher morgen, ich will nicht unbedingt ausrasten müssen, ja, ich will mal Kaffee genießen und möchte mich darüber freuen, dass die AfD gewonnen hat, also mehr oder weniger, das heißt ja nicht so ganz gewonnen, aber ist schon auf dem Vormarsch und das gefällt mir sehr gut. Nur die Reaktion dieser kleinen Linken mit der Mimimi, die sind da wieder natürlich wieder anderer Meinung und ja, die haben anscheinend Schiss. So manche haben da Schiss anscheinend. Ja, ich kann den Angstschweiß bald schon durch PC-Bildschirm riechen. Tja. Ich hoffe, so wie es in den drei Bundesländern ist, wird es auch überall anders in Deutschland sein, besonders in NRW. Ja, und ich hoffe auch sehr, dass das endlich den ersehnlichen Ruck durch Deutschland bringen wird, weil das dazu braucht schon lange warte. Ich möchte eigentlich auch nur, dass die Demokratie wieder instand gesetzt wird, ja, anstatt dass sie weiterhin noch so beschädigt wird, wie sie von den Altparteien so weiterhin kolportiert werden, ja. Ich lasse es einfach nicht zu, dass die Demokratie so dermaßen beschädigt wird, ja, und dass die Leute, die von Demokratie nicht viel halten, ja, oder den anderen absprechen, dass die auch noch irgendwie auf dem Vormarsch sind oder dass da weggesehen wird. Also ich hoffe, da werden irgendwann mal richtig nochmal hier die Karten neu gemischt. Ich bin zwar bei der AfD nicht in vielen Punkten immer konform, ne? Muss ich einfach mal sagen, aber in den meisten. So, und ich werde jetzt auch AfD-Wähler sein. Ich kenne auch andere sind AfD-Leute und sind sicher keine Nazis oder Rechtsaußen oder was auch immer man da zu lesen bekommt. Also ganz sicherlich nicht. Also glaub nicht diesen blöden Lügen von diesen, ja, Pseudo-Neo-Linken, da diese Liberalen, da kannst du vergessen, ne? Also, herzlichen Glückwunsch AfD, ja, und ich hoffe, ihr seid auch in vielen anderen Bundesländern auf dem Vormarsch, denn dann kann es mit Deutschland wirklich wieder aufwärts gehen, weil mit diesen ganzen Altparteien, da ist nichts mehr zu machen, ja, man sieht doch, wie die Deutschland vor der Wand fahren, deswegen. Also, ich würde mich freuen, wenn die AfD irgendwann die treibende Kraft ist und die Leute dann irgendwann mit der AfD dann wirklich das Gespräch suchen werden, so wird das nämlich sein. Also, ich wünsche euch was, ja, wir freuen uns alle zusammen, also ich sag mal bis nächste Woche, ciao.